Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, der Spielbericht für die neue Saison 2023-2024 ist endlich online. Aber was war das für ein Hin und Her von der DFL? Also seriös ist das definitiv nicht gewesen. Weil, erst wurde gefühlt der FC-Spieltag geleakt, dann war es doch wieder was anderes. Dann sollten wir gegen Leipzig spielen auf einmal, allerdings zu Hause in Köln. Dann sollte der Spielberichtbogen eigentlich erst um 12 Uhr online gehen. Wann war er online? Um 11.30 Uhr. Also auch das lief nicht ganz rund. Also es war wirklich, ja, nicht wirklich seriös von der DFL. Und das ging definitiv in die Hose. Aber wir haben einen Kracher, denn am Ende war der erste League richtig. Wir müssen gegen den BVB am ersten Spieltag. Und das hat definitiv in sich, denn die Dortmunder wollen ja deutscher Meister werden. Das heißt, für sie zählt ja der erste Spieltag natürlich. Ne? Aber für Köln natürlich auch die Möglichkeit, Dortmund ja ein bisschen in die Suppe schon früh zu spucken. Aber es ist ja auch ein Spiel unter Freunden, muss man ja auch sagen. Also ich glaube, die Dortmunder freuen sich sehr und wir Kölner uns eigentlich auch. Obwohl man ja sagen muss, viele sagen auch, ja, direkt so ein Brocken am Anfang, das ist eigentlich nicht so gut. Ja, das stimmt. Wir hatten ja auch schon mal das Derby am Anfang des ersten Spieltags, weil eben noch nicht so alles flüssig läuft. Ne? Weil das, wie gesagt, jetzt erst noch dann der erste Spieltag ist, das zweite Pflichtspiel nach dem DFB-Pokal sozusagen. Und deswegen, ja, ist es nicht einfach, aber am Ende musst du eben gegen alle spielen. Und von daher, ob du jetzt Dortmund ja früh hast oder spät hast, das ist eigentlich egal. Am Ende musst du gewinnen und das hoffe ich auch, dass wir das machen. Man muss noch dazu sagen, wie gesagt, gegen Dortmund bin ich im Urlaub, also genau am ersten Spieltag bin ich ja noch im Urlaub, genauso wie im DFB-Pokal. Die Spiele werden dann auf Instagram kommentiert und der Vorbericht von Dortmund sowie die Bundesliga-Tipps werden vorproduziert. Also es wird einen Vorbericht geben mit dem lieben Toxi von die Pölers, viele werden ihn ja noch kennen, denn letzte Saison haben wir ja auch einen Vorbericht aufgenommen. Der wird dann, wie gesagt, vorproduziert sein. Genauso wie gesagt, die Bundesliga-Tipps beim VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag werden die Bundesliga-Tipps auch vorproduziert sein. Also da wird dann am Ende die Tabelle auch nicht ganz stimmen. Aber wie gesagt, wichtig sind ja eigentlich auch die Tipps. Und die werden eben auch kommen, aber wie gesagt, vorproduziert. Livestream-mäßig wird der zweite Spieltag dann wieder auf Instagram und auf YouTube, weil dann werde ich wieder hier im Lande sein bei dem Spieltag und kann somit auf beiden Plattformen live kommentieren. Ja, dann geht es wie gesagt gegen die Eintracht aus Frankfurt, wieder auswärts in Frankfurt. Letzte Saison haben wir ja auch sehr, sehr früh gegen die Eintracht spielen müssen. Dieses Jahr ist es wieder so. Also dritter Spieltag gegen die SGE. Dann vierter Spieltag spielen wir gegen die Hoffenheimer in Köln. Auch das wird ein richtig geiles Spiel, glaube ich. Dann kommt der nächste Vorbericht online gegen den SV Werder Bremen. Da wird sehr wahrscheinlich wieder Will Nico zu sehen sein. Also auch da freue ich mich sehr drauf. Allerdings diesmal in Bremen. Das letzte Hinspiel war ja in Köln. 7:1 im Übrigen. Das Rückspiel ging dann 1:1 aus. Also auch da bin ich mal gespannt, wie wir uns dann schlagen werden am fünften Spieltag. Dann geht's wieder heim gegen den VfB Stuttgart. Sie sind ja auch mit Ach und Krach drin geblieben. Und jetzt geht's, wie gesagt, auch wieder gegen den VfB Stuttgart am 29.09. oder am 1.10. Also in dem Zeitraum. Die genauere Angaben gibt es dann im Juli. Die werden dann bekannt gegeben. Und bin ich auch mal gespannt, wie oft wir freitags spielen müssen, wie oft wir samstags spielen müssen und eben auch sonntags. Genau, also das ist der sechste Spieltag. Dann geht es weiter auf die nächste Seite und zwar mit zwei Krachern. Definitiv mit zwei Krachern. Und das ist hier, wir sehen, siebter Spieltag gegen Leverkusen. Dann ist Länderspielpause, aber danach geht's aufs Derby. Das ist erstmal ein Nachbarschaftsduell, so wo man sich mal ein bisschen warm macht, so gegen Leverkusen. Dann muss man sich erstmal wieder erholen oder man freut sich noch mehr auf die richtige Partie. Und dann geht es richtig los gegen Gladbach. Auch da wird es sehr wahrscheinlich einen Vorbericht geben. Ich kann leider noch nicht final sagen, dass es einen geben wird. Denn wie gesagt, ich muss ja auch erstmal die Leute fragen, ob sie auch Zeit haben. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das klappen wird. Aber auch hier ist leider wieder das Problem, oder was heißt Problem, nur ein kleines Problem, dass die Bundesliga-Tipps sowie der Vorbericht auch vorproduziert sein werden. Denn ich bin auch in der Zeit im Urlaub eine Woche lang auf dem Schiff.
Aber da wird es auch ein Livestream geben und zwar wieder auf Instagram. Also es bleibt eigentlich trotzdem, der Content bleibt gleich, nur eben, dass die Videos ein paar Tage vorher aufgenommen werden. Aber das ist, denke ich mal, ja kein Problem. So, dann geht's nach dem Derby gegen Leipzig. Also auch das ist nicht einfach. Leverkusen, Gladbach, Leipzig. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr, das sind schwere 3 Wochen oder eigentlich sind es 4 Wochen, weil ja noch eine Länderspielpause dazwischen ist. Ja, und dann kommen aber wieder 2 Spiele, wo ich sagen würde, da müssen wir definitiv gewinnen. Am 10. und am 11. Spieltag einmal heim am 3. Oder am 5.11. Oder eben am 10.12. 10.11. oder am 12.11. Genau, gegen den VfL Bochum. Das sind für mich Partien, die musst du gewinnen. Gerade wenn du das Ziel Klassenerhalt hast, musst du eben gegen solche Mannschaften gewinnen. Dann wird es wieder schwierig, denn das ist eigentlich so, ja, an dem Datum her ist das wirklich schon so, wo die Bayern eben auch sich schon warm gespielt haben und eben auch um die Champions League schon mitspielen. Am 24., 26., 11., am 12. Spieltag allerdings in Köln. Das ist ganz gut, finde ich, dass wir erstmal gegen Bayern in Köln spielen. Und genau, das ist wie gesagt Spieltag 7 bis 12. Dann geht es weiter mit 13, ne, ja, da haben wir 13 bis 17, da haben wir dann auch die Hinrunde geschafft. Dann geht es gegen den Aufsteiger, gegen Darmstadt 98, sozusagen in der Weihnachtszeit, muss man ja auch dazu sagen, am 1. oder am 3.12., da ist ja schon, wie gesagt, die Weihnachtszeit, die da anfängt. Dann geht es gegen Mainz 05 am 8. oder am 10.12. gegen Mainz 05 in Köln. Dann am 15. Spieltag spielen wir gegen Freiburg und dann am 16. gegen Union. Also auch das ist, finde ich, sehr, sehr schwierig. Freiburg und Union, da könnte man vielleicht sogar hoffen, dass die vielleicht ein bisschen erschöpft sind von der Saison, denn Union spielt ja Champions League und Freiburg eben Europa League. Also es könnte sein, dass die dann vielleicht da schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch laufen und wir dann, wie gesagt, da vielleicht dann ein bisschen was profitieren können. Und dann am letzten Spieltag geht es gegen den letzten Aufsteiger sozusagen, gegen Heidenheim in Köln. Ah ne, ganz wahr, das ist gar nicht, das ist das letzte Hinrundenspiel, aber ich sehe gerade, das ist schon im neuen Jahr. Also das letzte Jahresspiel ist eigentlich das Auswärtsspiel gegen Union Berlin am 19. oder am 20.12. Und wie gesagt, die Partie gegen Heidenheim ist sozusagen im neuen Jahr am 12. oder 14. Januar 2024. Okay, ja, und wie gesagt, dann geht es eben wieder von vorne los, dann spielen wir wieder Ende Januar gegen Borussia Dortmund und so weiter und so fort. Halt dann wieder die ganzen Heimspiele, die wir dann in der Hinrunde heim hatten. Dann eben auch auswärts. Ist ja ganz klar, ihr kennt das Ganze ja schon. Und ja, schreibt unbedingt auch eure Meinung zu den Spieltagen in die Kommentare. Also klar, gegen Dortmund, ja, war jetzt nicht so wirklich mein Wunsch los. Also ich hätte lieber ehrlich gesagt gegen einen einfacheren Gegner gespielt, wie zum Beispiel, ja, jetzt müsste ich wieder irgendeinen Verein in die Pfanne hauen, aber sag mal, zum Beispiel gegen die Aufsteiger hätte ich jetzt nichts, kein Problem gehabt. Oder jetzt gegen Augsburg, wäre natürlich, oder gegen Bochum, ne? Oder auch Bremen am Anfang, das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt gewesen. Obwohl man auch mal gucken muss, Bremen war ja auch jetzt wirklich stark, zumindest transfermäßig unterwegs. Also von daher, ja, am Ende musst du sowieso gegen alle spielen. Also, ne, ob du die jetzt in der Mitte kriegst oder am Anfang, du musst am Ende sowieso 100% geben. Aber trotzdem ist natürlich das natürlich schon eine Geschichte für sich, ne? Muss man ganz klar sagen. Das Lustige ist, kleiner Funfact noch am Anfang oder jetzt am Ende des Videos. Dortmund, Köln. Letzte Saison haben wir gegen Schalke gespielt, auch am ersten Spieltag. Allerdings diesmal, allerdings war es da heim. Da war ich ja auch das erste Mal dann in der Saison im Stadion. Und ja, und jetzt geht es sozusagen gegen den Rivalen von Schalke. Gegen unsere Freunde, gegen Borussia Dortmund, eben auswärts in Dortmund. Ja, wie gesagt, ich werde natürlich auch Karten versuchen zu bekommen, zum Beispiel gegen Hoffenheim oder gegen Stuttgart. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Partie. Oder eben auch, hier gegen, ja, das war jetzt zu schnell, gegen Gladbach. Gut, da werde ich gar keine Karten kriegen, das kann ich eigentlich jetzt schon vergessen. Aber vielleicht auch gegen Augsburg. Auch hier wird es natürlich einen Vorbericht geben, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ne, also hier gegen Augsburg wird es einen Vorbericht geben, gegen Bochum wird es einen Vorbericht geben. Da werde ich mich zumindest bemühen, einen Vorbericht zu geben. Also auch hier hätten wir dann 3 sogar. Hier können wir auch einen Vorbericht machen, mit Lia 2004 nämlich. Also 3 Wochen, wo wir Vorberichte machen könnten. Das wäre natürlich auch mega. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall sehr gehypt auf den Spieltag. Freue mich sowieso schon auf die ganze Saison. Freue mich, wenn es endlich losgeht.
Und wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung zu dem Spieltag in die Kommentare. Seid ihr zufrieden oder wen hättet ihr lieber gehabt am ersten Spieltag? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin damit raus und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.